Hallo, meine Lieben, ich möchte heute wieder ein deutsches Video machen, und zwar über das Fest der Trompeten. Und zwar ist das Fest der Trompeten das fünfte Fest von dem Herrn. Eigentlich feiern das die Juden, aber es ist nicht unbedingt ein jüdisches Fest, sondern es ist das Fest von Gott. Gott hat diese Feste eingeführt, damit wir erkennen, wenn Messias kommt. Messias erfüllt jedes der Feste. Und zwar gibt es sieben Feste, die heutzutage noch die Juden feiern. Aber die Art, wie die Juden diese Feste feiern, sind sehr traditionell. Und die Juden haben eigentlich schon den wahren Sinn dieser Feste vergessen. Die ersten, wie ich gesagt habe, die ersten vier Feste sind schon erfüllt. Das ist eben zum Beispiel das Passa ist schon erfüllt, und Pfingsten ist schon erfüllt. Das war das letzte Fest, das der Christus erfüllt hat. Und jetzt kommen wir zu den Festen im Herbst, den Herbstfesten. Und das erste Fest ist das Fest der Trompeten. Und dieses Fest symbolisiert die Entrückung und eigentlich die Wiederkunft von dem Bräutigam. Und wenn ihr die Geschichte kennt von den 10 Jungfrauen, dann wisst ihr ganz genau, wovon ich rede. Es waren 10 Jungfrauen. Jesus hat uns ein Gleichnis erzählt von den 10 Jungfrauen. 10 Jungfrauen haben gewartet auf die Rückkehr des Bräutigams. Aber nur 5 waren, ja, bereit. Die restlichen hatten nicht genügend Öl in der Lampe. Ja. Und deswegen haben sie dann gesagt, sie haben gehört, dass der Bräutigam kommt, die Trompeten erschallten, und die Jungfrauen haben gewusst, der Bräutigam kommt mittel in der Nacht. Ja, es war dunkel. Also wollten sie dem Bräutigam entgegengehen. Aber, wie gesagt, 5 hatten nicht genügend Öl in den Lampen. Und dann haben sie zu den anderen 5 gesagt, gib mir Öl. Und die 5 haben aber gesagt, nee, dann hätten wir ja nicht genügend. Also das geht ja schließlich nicht. Geht hin, kauft euch Öl, und dann könnt ihr kommen. Und das haben die auch die 5 gemacht. Also 5 sind dem Bräutigam entgegengegangen und 5 sind zum Krämer gegangen und haben sich Öl gekauft. Und als sie dann zurückkamen und dem Bräutigam entgegengingen, war die Tür zu. Der Bräutigam kam, die Tür wurde verschlossen, und die 5 standen vor der Tür und haben geschrien und haben gesagt, mach auf, mach auf. Und der Bräutigam hat gesagt, ich kenne euch nicht, was wollt ihr? Das ist eigentlich eine ganz, ja, traurige Geschichte, weil 5 von diesen Jungfrauen haben es nicht geschafft, in das Haus, das der Bräutigam vorbereitet hat. Und deswegen sollen wir eigentlich wachsam sein. Und besonders während dieser Zeit dem Fest der Trompeten, weil während dieser Zeit passiert die Entrückung. Wir wissen, dass alles erfüllt wurde auf den Zeitpunkt mit den ersten 4 Festen. Passa ist genau passiert. Jesus ist genau am Passa gestorben. Er hat also Passa erfüllt. Er war das Lamm, das perfekte Lamm, das geopfert worden war. Und er hat auch Pentecost, also Pfingsten, erfüllt. An genau Pfingsten, also dem Tag Pfingsten, an dem die Juden Pfingsten gefeiert haben, da kam der Heilige Geist. Also alle 4 Feste am Anfang vom Jahr wurden erfüllt schon von dem Messias.
Und jetzt warten wir auf die Erfüllung des fünften Festes, das Trompetenfest. Und wir sehen das, wenn wir zum Beispiel der zweite Thessalonikerbrief anschauen. Da sehen wir ganz genau, dass da auch von Trompeten gesprochen wird. Eigentlich die Trompeten sehen wir im ersten Thessaloniker. Wenn wir den ersten Thessaloniker anschauen, das sehen wir, und das gucke ich mal ganz schnell an. Und zwar ist es 1. Thessaloniker 4, damit wir das besser sehen. Und zwar steht da im 1. Thessaloniker 4, Vers 13: Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Unwissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, und hier ist der Ruf der Posaune gemeint, das sehen wir jetzt gleich, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, also die Posaune Gottes erschallen heißt mehrere Posaunen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ja, und das ist wunderbar, wenn wir das glauben, dass die Toten zuerst auferstehen. Aber wann die Posaunen erschallen. Und das sind eben diese Posaunen von dem Trompetenfest. Die werden erschallen. Und wir wissen nicht genau, in welchem Jahr das passiert. Aber ich denke schon, dass es sehr bald passiert. Ich weiß, dass sehr viele von euch auch dieser Überzeugung sind, dass das bald passiert. Und heute möchte ich noch ganz besonders eben auch 2. Thessaloniker anschauen, weil viele sagen, ach, das passiert noch nicht. Das hat noch sehr viel Zeit. Wir sehen ja die Dinge noch gar nicht, die passieren sollen, bevor diese Entrückung passiert. Aber ich werde euch heute zeigen, dass das nicht stimmt, dass jederzeit die Entrückung passieren kann. Das Einzige, was noch nicht erfüllt ist, und zwar hat das Jesus gesagt im Matthäus Kapitel 24. Und da müsst ihr mal selber durchgucken, weil ich jetzt nicht, ich glaube, es ist in 29, Vers 29, wo er sagt, wenn die Zeit der Heiden erfüllt ist. Das heißt, wir müssen jetzt erst die Zeit der Heiden erfüllen. Dass alle Heiden müssen erst zum Glauben kommen. Und wenn dann der letzte Heide zum Glauben gekommen ist, dann passiert die Entrückung. Aber die Entrückung passiert ganz bestimmt an dem Fest oder von dem Trompetenfest. Das Fest der Trompeten, das ist ja 2 Tage lang. Und es passiert immer an einem Neumond. Und deswegen wissen wir nicht ganz genau die Zeit oder die Stunde, wenn dieses Fest anfängt. Und das ist eben auch ein Zeichen, weil Paulus hat es uns gesagt, niemand weiß die Zeit, noch die Stunde, noch den Tag, weil wir nicht genau wissen, wenn der Neumond, oder damals wusste man nicht, wenn der Neumond erscheint. Heute wissen wir das, weil wir Computer haben. Aber damals wussten sie es nicht. Da ist ein Wächter gestanden und hat gewartet, bis der Neumond erscheint.
weil der Neumond ist ja immer dunkel und also müssten sie warten, bis der erste Einschein von dem Neumond anfängt. Und dann fing das Fest der Trompeten an. Und heute weiß man das ja durch Computer. Aber hier schreibt nun Paulus ganz genau, weil damals, als Paulus dieses geschrieben hat, den Thessalonikern, haben die gedacht, dass Jesus schon zurückkam. Die haben da eben solche Sachen gehört und haben dann Angst gehabt, dass vielleicht Jesus schon mal, dass da Jesus also wieder zurück ist. Und dann hat er den zweiten Thessaloniker geschrieben und hat gesagt, nein, nein, macht euch keine Gedanken, der Herr ist noch nicht zurückgekommen. Ja, es müssen erst Dinge passieren, bevor der Herr zurückkommt. Und diese Dinge beschreibt er nun im zweiten Thessalonikerbrief. Und zwar können wir das im zweiten Kapitel finden. Ja, wir können da lesen im Vers 4. Und zwar schreibt er, also 4, wir fangen mal mit dem ersten Vers an. Und er schreibt da, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Sinn und dass ihr euch nicht erschrecken lässt, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch ein Brief, die von uns sein sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Ah ja, hier ist der Tag des Herrn aufgetreten. Ja, was ist dieser Tag des Herrn? Der Tag des Herrn ist nicht ein Tag. Der Tag des Herrn sind eigentlich 1000 Jahre. In der Bibel finden wir, dass ein Tag mit Gott wie 1000 Jahre für Menschen sind. Ja, also dieser Tag des Herrn sind eigentlich 1000 Jahre. Wir haben bis jetzt 6000 Jahre menschliche Geschichte. Ja, seit Anfang von Adam. 6000 Jahre menschliche Geschichte. Das ist das gleiche wie 6 Tage, wie Gott die Erde in 6 Tage gemacht hat. Ja, ob es jetzt Tage war, das weiß ich nicht, weil ja Gott sagt ja, für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre für uns. Es könnte auch 6000 Jahre gewesen sein. Das ist schwer zu sagen. Aber wir wissen, dass wir jetzt schon 6000 Jahre seit Adam existieren als Menschen. Also die Menschengeschichte, die wir kennen von der Bibel her. Manche sagen, wir leben schon, die Menschen haben schon mehr, länger gelebt. Ich weiß es nicht. Aber wenn man von der Bibel ausgeht, sind 6000 Jahre Menschengeschichte. Es kann vielleicht auch symbolisch sein. Aber diese Symbolik kann man eben wiederfinden in diesen 6 Tagen Erschaffung und 6000 Jahre Menschengeschichte. Und wenn wir dann wissen, dass ja Gott am 7. Tage geruht hat, das ist der Sabbattag. Und so auch wird der letzte Tag der Menschengeschichte dieser Tag des Herrn sein. Und dieser Tag des Herrn, wissen wir, sind 1000 Jahre. Da regiert Jesus auf der Erde 1000 Jahre lang mit seiner Braut. Ja, und ich habe ja schon gesagt, wer die Braut ist. Das sind diejenigen, die es geschafft haben in die Entrückung. Die also das Öl in der Lampe hatten. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Was ist jetzt das Öl? Ich hoffe, dass meine Zuhörer das wissen, was das Öl ist. Was ist das Öl? Das ist ja eigentlich nur eine Symbolik. Ja, das ist nicht das wirkliche Öl gewesen in den Lampen, sondern wir sind ja die Lampen, ja. Und wir brauchen das Öl. Und was ist das Öl, das uns dann hilft, in diese Entrückung zu kommen? Das ist der Heilige Geist. Ja, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann haben wir den Heiligen Geist. Wir sind durch unsere Sünden von Gott getrennt worden. Und wenn wir nun Jesus annehmen als unseren Retter und ihn annehmen als unseren Bräutigam,
dann verbinden wir uns mit Jesus. Und dann haben wir den Heiligen Geist in uns. Und dieser Heilige Geist ist wie eine Lebenskraft, die uns mit Gott verbindet. Und dadurch haben wir ewiges Leben. Das ewige Leben hatten wir vor dem Sündenfall. Ja, also zumindest die Menschheit hatte das vor dem Sündenfall. Aber als Adam und Eva gesündigt haben, sind wir von Gott getrennt worden. Und dann hatten wir nicht mehr diesen Lebens, die Verbindung für unser Leben. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir wieder verbunden mit Jesus und mit Gott. Und das symbolisiert dieses Öl in der Lampe. Das ist also, wenn wir das lesen in der Bibel, sehen wir das öfter. Das Öl, das den Heiligen Geist symbolisiert. Wir haben im Alten Testament, wenn die Leute geölt worden sind, ja, dann haben sie das symbolisiert, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Und hier wissen wir also nun, dass der Tag des Herrn 1000 Jahre ist. Und diese 1000 Jahre, also der Tag des Herrn, fängt damit an, dass die Entrückung passiert. Und danach, nach der Entrückung, passiert etwas sehr, ja, sehr, sehr Schlimmes. Und zwar die Rache oder der Zorn Gottes. Gott schüttet seinen Zorn auf die Erde aus. Er vernichtet seine Feinde. Und das wird eine sehr, sehr schlimme Zeit werden. Und ich hoffe, dass alle den Heiligen Geist haben und dass alle in die Entrückung kommen. Das ist sehr wichtig. Und deswegen, wenn wir das Fest der Trompeten feiern, dann müssen wir daran dran denken, dass wir bereit sind. Dass jedes Jahr kann eigentlich es sein, dass die Entrückung passiert am Fest der Trompeten. Wir wissen nicht, in welchem Jahr es passiert. Aber wenn der Vater das Zeichen gibt, dass die Zimmer alle bereit sind für die Braut, dann kommt Jesus wieder und holt die Braut ab. Und dann sind wir in den Zimmern, die er bereitet hat. Ihr könnt das nachlesen, und zwar im Johannesevangelium. Während dem letzten Abendmahl hat uns das Jesus erzählt. Er hat gesagt, ich gehe und bereite euch ein Zimmer vor. Und wenn ich fertig bin, komme ich wieder, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Und genau diese Zimmer bereitet er jetzt vor. Und dann kommt er wieder. Und dann passiert genau das, was ich im 1. Thessaloniker 4 vorgelesen habe. Ja, dass die Posaunen erschallen und dass die Toten zuerst auferstehen. Und dann wir, die wir leben, dass wir in einem Augenblick umgewandelt werden. In einem Augenblick werden wir umgewandelt. Wir bekommen einen anderen Körper, den gleichen Körper, den Jesus gehabt hat, nach seiner Auferstehung. Ja, und ihr wisst, dass er einen anderen Körper hatte. Er musste nicht mehr essen. Er konnte essen, aber er musste nicht essen. Er konnte durch Türen gehen, durch Wände gehen. Ja, das heißt, der Körper war anders. Und so einen Körper bekommen wir. Die Toten, die werden auferstehen und werden so einen Körper bekommen. Wenn wir Offenbarung 6 lesen, Offenbarung 6, und zwar das 5. Siegel, da sehen wir die Seelen der Gläubigen unter dem Altar. Und diese Seelen der Gläubigen bekommen dann wieder einen Körper, aber einen anderen Körper, weil unser Körper ist ja verweslich und Gott gibt uns einen neuen Körper, der, ich denke, auch vielleicht im Himmel eben existieren kann. Und das wird wirklich toll sein. Und so müsst ihr euch halt das vorstellen.
Und dann werden wir entrückt. Er sagt hier die Wolken. Das ist eigentlich schwer zu verstehen. Was ist in den Wolken? Wir schweben ja nicht alle, sitzen auf den Wolken. Wir wissen das ja heutzutage, dass wir nicht auf den Wolken sitzen können. Es ist ja nur Rauch. Da muss irgendwas anderes dahinter sein. Und heute wissen wir schon, dass es vielleicht etwas anderes sein kann. Zum Beispiel ein Raumschiff. Es könnte ein Raumschiff sein, in dem die ganzen Leute dann einfach untergebracht werden. Wir wissen, dass in Offenbarung am Ende von dem Zorn Gottes, wenn Jesus ja wiederkommt, dass die neue Stadt Jerusalem herunterkommt. Und diese neue Stadt ist eben diese Stadt mit den vielen Zimmern für die Braut. Und diese Stadt kommt auf die Erde, also müssen wir sie auch sehen. Ich denke dann schon, dass vielleicht so diese Stadt wie ein Raumschiff sein kann. Ein riesengroßes Raumschiff. Ich denke, dass das vielleicht noch niemals jemand überlegt hat, aber es kann wirklich so sein. Und dass wir eben dann entrückt werden in dieses Raumschiff, in dieses neue Jerusalem, das dann am Ende von dem Zorn Gottes oder den, ja, ich sage immer Rache, weil es eigentlich eine Rache ist, auf die Erde kommt, in Jerusalem. Und das wird wirklich wunderschön sein. Also, lesen wir mal weiter. Also, wir sind jetzt bei 2 angekommen. Der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch von einem niemand irreführen in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen. Ja, Abfall kommen. Und der Mensch des Frevels offenbart werden. Manche übersetzen das als Mann der Sünde. Hier steht auch der Sohn des Verderbens. Okay, also der Mensch des Frevels oder der Sohn des Verderbens. Und viele sagen oder nennen diesen Mensch des Frevels oder der Sohn des Verderbens den Antichrist. Viele nennen diesen den Antichrist. Ja, also zuerst muss der Abfall kommen. Und viele sagen, oh, der Abfall ist noch nicht gekommen. Wir sind noch nicht vom Glauben abgefallen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, wenn die Menschen das sagen, dann kennen sie einfach nicht Geschichte. Der Abfall kam. Der Abfall kam, als Konstantin die römisch-katholische Kirche gegründet hatte. Da kam der Abfall. Ja, da kam der Abfall von der Lehre, die Paulus gelehrt hat. Ja, diese Sachen, die Paulus gelehrt hat, 2. Thessaloniker, 1. Thessaloniker, die ganzen Briefe von Paulus, das sind ja unsere Richtlinien, die uns Jesus gegeben hat. Und von da sind die ganzen römischen Kaiser sind davon abgekommen und es wurde beibehalten in der römisch-katholischen Kirche. Und da fing der Abfall schon an. Ja, langsam, aber doch sicher, bis dann zum Schluss niemand mehr erstens mal die Bibel lesen konnte. Es konnte ja niemand die Bibel mehr lesen. Ja, die wurde ja verboten. Es haben ja nur die Priester und die Mönche die Bibel lesen können. Und die normalen Leute haben ja nicht mehr gewusst, was in der Bibel steht. Das ist der Abfall. Ja, und die Menschen, die wirklich daran geglaubt haben und heimlich noch die Bibel gelesen haben, die sind ja umgekommen. Alle, die Märtyrer sind zum Beispiel umgekommen und dann auch die Leute, die also nicht diesem neuen Führer von der Kirche gefolgt sind, sind alle umgekommen. Das war der Abfall. Also, der Abfall ist ja schon passiert. Und dann der Mensch des Frevels offenbart werden und der Sohn des Verderbens. Hier geht's weiter. Er sagt, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.
Das ist schon eine Anmaßung. Ja? Und viele sagen, nein, das ist noch nicht passiert, weil nämlich viele an eine Doktrin glauben, eine Endzeitdoktrin glauben, in dem zuerst ein Tempel gebaut werden muss und in den sich dann dieser Antichrist setzen kann. Das ist ja nicht, was Paulus uns gesagt hat. Ich muss das Licht anmachen, sonst wird es noch dunkler. Ja, so, jetzt ist es besser. Das Licht ist aus. Also, das stimmt ja nicht. Ja, Paulus hat ja ganz genau gesagt, wenn ihr die Briefe Paulus liest, dann wisst ihr ganz genau, wer der Tempel ist und wer der Tempel baut. Messias, also Christus, baut jetzt den Tempel. Und die Steine sind die Gläubigen. Alle Gläubigen, die den Heiligen Geist haben, sind lebendige Steine in diesem Tempel. Und das hat ganz klar Paulus uns erzählt und gepredigt, dass Jesus Christus den Tempel baut, Gottes Tempel jetzt baut. Ja, und wir die Steine sind. Also kann nicht ein dritter Tempel Gottes Tempel sein. Das geht überhaupt nicht. Das ist dann ein falscher Tempel. Ein total falscher Tempel. Also wenn Paulus hier redet, dass sich jemand in den Tempel setzt, dann ist das die Kirche, also die Gläubigen, die Kirche Gottes, die Kirche Jesu. Und das sind die Gläubigen. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu der katholischen Kirche, die durch diese römischen Kaiser angefangen wurden, dann ist es genau das passiert. Diese Kaiser haben sich und dann weiter eben auch die Päpste, weil sie haben ja das weitergeführt, haben sich dann in die Kirche gesetzt und haben sich ausgegeben als Gott selber. Ja? Sie haben sich wirklich, wenn man die Geschichte anguckt, Kirchengeschichte, der römischen katholischen Kirchengeschichte, wissen wir ganz genau, dass sich die Päpste ausgegeben haben, nicht nur als den Stellvertreter von Jesus, ja, weil wir brauchen keinen Stellvertreter, sondern der Heilige Geist ist der Stellvertreter für Jesus, sondern sie haben sich an die Stelle von Jesus gesetzt. Und sie haben sich angemaßen, Jesus hat ja gesagt, und die Pharisäer waren damals sehr streng mit Jesus, weil Jesus Sünden vergeben hat. Und die Pharisäer haben gesagt, niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und deswegen haben sie ja dann Jesus hingerichtet, weil Jesus gesagt hat, er ist Gott. Damit hat er sich zu Gott gemacht, indem er Sünden vergibt. Ja, aber die Pharisäer haben ja nicht geglaubt, dass er Gott ist, dass er Gott im Fleische ist. Und deswegen haben sie ihn umgebracht, ja, weil er sich als Gott ausgegeben hat. Das ist ja der größte Frevel, den es gibt, sich als Gott auszugeben. Aber Jesus war ja Gott im Fleisch. Er konnte ja Sünden vergeben. Aber der Papst macht genau das Gleiche. Und die Priester, die an die Stelle vom Papst sich stellen, machen auch das Gleiche. Sie vergeben Sünden und sie haben nicht das Recht, das zu tun. Sie tun sich anstelle von Gott, sich an die Stelle von Gott stellen. Und das hat hier Paulus vorausgesagt. Und das ist alles schon passiert. Wenn ihr das nochmal liest, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu seiner Zeit. Er wurde damals noch nicht offenbart, als Paulus da war. Aber Johannes hat uns gesagt in Johannes 1 und 2 hat er uns gesagt, dass er schon am Werk ist. Schon damals war dieser Antichrist am Werk.
Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, weil hier von einem Mann die Rede ist oder ein Sohn des Verderbens, ein Mensch des Frevels, ja, und es sieht so aus, wie wenn das ein Mensch wäre. Ja, deswegen denken sehr viele, dass wir am Ende irgendwann mal ein Antichrist bekommen, ein Mann, der diese Dinge tut. Aber wenn wir zum Beispiel Daniel, also im Alten Testament, den Prophet Daniel anschauen, wissen wir, dass dieser Mann nicht ein Mann ist, sondern es ist ein System, und zwar das Beast-System. Da wissen wir, dass es nicht nur Einzahl ist, sondern Mehrzahl. Das heißt, es sind mehrere. Es gibt nicht nur ein Antichrist, es gibt mehrere Antichristen. Wenn wir zum Beispiel 1. Johannes, es ist in 1. Johannes 2 und dann im 2. Johannes Brief das anschauen, dann schreibt er ganz genau, dass Antichrist mehrere sind. Ja? Jeder ist ein Antichrist, der Jesus Christus ablehnt, als gekommen im Fleische. Das ist ein Antichrist. Jeder, der ihn ablehnt als den, der er ist, ist ein Antichrist. Also wir haben sehr viele Antichristen. Zum Beispiel die Juden sind Antichristen, die Moslems sind Antichristen. Alle, die wirklich Jesus ablehnen, sind Antichristen. Sehr viele Leute sind Antichristen. Wir können also nicht nur von einem Antichrist sprechen. Also die Dinge, die Voraussetzung sind für die Entrückung, die sind schon geschehen. Das heißt, diese Entrückung kann jederzeit, jedes Jahr passieren, auch dieses Jahr. Und jetzt muss ich natürlich noch dazu sagen, ich komme jetzt zum Ende von meinem Video. Und zwar ist das Fest der Trompeten sehr bald. Und zwar am Wochenende, dieses Wochenende am, ich weiß nicht, 28., 29., also Samstag, Sonntag, fängt das Trompetenfest an. Und zwar eben am Neumond. Also wenn der Mond, wenn man nur ein kleines Stück von dem Neumond sieht, und ich denke, es ist, ich habe meinen Kalender angeguckt, ich glaube, es ist Samstag oder Sonntag. Und da ist das Trompetenfest. Und das Trompetenfest geht meistens 2 Tage lang. Und während dem Trompetenfest werden sehr viele Trompeten geblasen. Und wenn wir lesen, und zwar ist das am, glaube ich, im 1. Korintherbrief. Da könnt ihr es nachgucken. Ihr könnt es auch im Computer nachgucken. Also ich glaube, wenn ihr dann reingibt, die letzte Posaune. Wenn die letzte Posaune erklingt, und das ist im 1. Korintherbrief, dann werden eben diese Toten zuerst auferstehen. Und dann wir werden entrückt werden, die wir noch leben, zu diesem Zeitpunkt. Und da ist eben von der letzten Posaune die Rede. Und wenn also die letzte Posaune bläst, während diesem Posaunen, fest, dann passiert die Entrückung. Natürlich muss ich dazu sagen, ich glaube schon, dass es die Posaunen Gottes sind, die da geblasen werden und nicht die wirklichen Posaunen in Israel, weil diese Posaunen auch dieses Jahr in Israel geblasen werden. Und ja, aber ich hoffe doch, dass ihr alle bereit seid, dass wenn dieses Jahr die Entrückung passiert, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, dass niemand durch den Zorn Gottes gehen muss, weil diese Zeit wird sehr, sehr furchtbar werden. Ich glaube nicht, dass sehr viele diesen Zorn Gottes überleben. Ja, es wird unheimlich viel passieren. Der Dritte Weltkrieg 100%. Es werden sehr viele Katastrophen passieren. Ich denke auch, dass wir wahrscheinlich von Kometen bombardiert werden, dass wir sehr viele Erdbeben haben werden, Vulkanausbrüche. Ich glaube,
Ja, vielleicht sollte ich eben dann gleich mal lesen. Offenbarung. Offenbarung. Offenbarung 6. Ich hoffe, dass ich das kriege. No result. Habe ich es falsch? Offenbarung 6. Die geben mir das nicht. Ah, das ist interessant. Das kriege ich auf meinem Computer gar nicht. Gibt es ja gar nicht, dass sowas nicht gibt. Mal gucken. Nee, das ist wahrscheinlich nicht da drin. Dann gucke ich mal die Elbenfelder an, ob ich es dann kriege, wenn ich zur Elbenfelder gehe. Nein? Ah, das ist aber komisch. Aber ihr könnt das selber lesen. Weil wenn ich zum Beispiel zu Matthäus gehe, 24, das sehen wir etwas zumindest, aber ne, das wollen sie mir auch nicht geben. Naja, da müsst ihr selber anschauen. Und zwar passiert eben dann, dass die Sonne dunkel wird und der Mond seinen Schein nicht mehr gibt und dass die Sterne vom Himmel fallen. Und dass alles, dass sich die ganzen Inseln bewegen und alle Berge sich bewegen und also es wird schon ganz schön schlimm werden. Aber ihr könnt es lesen in Offenbarung 6 oder Matthäus 24 und ich glaube es ist ein 30. Aber die wollen mir das jetzt nicht geben im Computer. Aber ihr könnt es anschauen. Ich komme jetzt zum Ende und ich hoffe, ich werde sie unten angeben, damit ihr sehen könnt, wo sie stehen und euch die Stelle noch einmal selber anschauen könnt. Also, ich hoffe, dass ihr das Trompetenfest feiern werdet und auch vielleicht das Gleichnis von den 10 Jungfrauen nochmal durchschauen wird.